Warum hat noch niemand versucht, ein Superheld zu sein? Alter, wenn das einer im wahren Leben tun würde, wäre er innerhalb eines Tages tot. Eines Tages. Okay, ich sage nicht, dass ich tun sollte. Ich verstehe nur nicht, warum es keiner tut. In Comicheften steht totaler Quatsch. Jeder normale Mensch könnte ein Superheld sein. Draußen ist Anna wie ein Superheld gekleidet und verprügelt Typen. Abgefahren! Danke. Wer bist du? Ich bin Kick-Ass. Feindseliger Rächer wurde zum neuesten Internetphänomen. Das fand ich ziemlich gut. Der kann gut Arschtritte einstecken. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer dieser Neopren-Anzug-Kreuzritter ist? Ich könnte gerade echt Hilfe von so einem Kerl gebrauchen. Wirklich? Hey, ich bin Kick-Ass. Der sollte sich lieber Ass-Kick nennen. Es dauerte nicht lange und ich war nicht mehr der Einzige. Kick-Ass hat bewiesen, dass ein Einzelner was verändern kann. Kick-Ass! Red Mist! Ah, leck mich doch, das hat wehgetan. Und, wollen wir Verbrecher bekämpfen? Doch dann traf ich Helden, die es echt drauf hatten. Und was hast du jetzt noch so drauf? Wer bist du? Ich bin Hit-Girl. Und das ist Big Daddy. Wir mögen dich. Du hast Potenzial. Ich bin der Sache echt nicht gewachsen. Superhelden haben heute 8 meiner Männer getötet? Ich muss den Leuten draußen eine öffentliche Botschaft zukommen lassen, dass es schlecht für die Gesundheit ist, Superheld zu sein. So, du willst also spielen. Ich hab mich schon gefragt, warum das keiner vor mir gemacht hat. Ich bin Kick-Ass. Googelt mich. Man braucht keine Macht, um ein Superheld zu sein. Und ohne Macht hat man auch keine Verantwortung. Es gibt nichts Besseres als das. Wie kann ich euch denn erreichen? Kontaktiert den Bürgermeister. Er hat ein spezielles Zeichen, das in den Himmel strahlt. Es hat die Form eines Riesenpimmels.